Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir haben gar nicht so viel Gold eingenommen, leider, aber ja, wir wollen mal gucken, was der Tag so bringt hier. Jürgen, ich glaube es immer noch nicht, die Leute spenden immer weiter. Millie und ich haben darüber gesprochen und wir wollen beide die Unterstützer ehren. Mauern mit den Namen aller, die gespendet haben, und Statuen für die, von denen wir höhere Spenden erhalten haben. Alle in einem neuen Raum für das Museum. Wir nennen es die Halle der Gründer. Es soll eine prachtvolle Erinnerung an die Leute werden, die uns geholfen haben, so weit zu kommen. Es ist alles so aufregend, Jürgen. Ja, das ist doch schön, dass das alles so aufregend ist. So, Pfingstrosenhonig können wir verkaufen, den haben wir schon. Und hier haben wir ein paar Pflanzen, die wir verschenken werden. Den können wir spenden, die können wir aufbrechen. So, dann müssen wir hier ein bisschen... Ach, guck mal. Das ist auch praktisch, das sehe ich jetzt. Wir haben 5 Dünger gestern am gestrigen Tag schon reingelegt. Und der sieht die auch erst aus, wenn dort Pflanzen sind. Das ist cool. Dass er das nicht einfach so aussieht und dass die Dünger dann verschwinden. Und quasi, ja, für nichts und wieder nichts verwendet wurden. Das ist schon ganz cool gemacht. Dann kann man hier ein vollautomatisiertes Feld anlegen. Irgendwann muss nur immer genügend Dünger auf Vorrat haben. So, einmal voll tanken. Okay, cool. Die Peperoni können wir auch mehrmals ernten hier unten. Hatte ich jetzt irgendwie nicht im Blick. Ja, irgendwann müssen wir auch unsere Werkzeuge natürlich mal verbessern. Gerade hier die Gießkanne versuchen wir vielleicht im Winter mal zu machen. Dann brauchen wir eh keine Felder gießen. Dann hätten wir da mal Zeit für. Wir können auf die Gießkanne ein paar Tage verzichten. Jetzt momentan ist es das Werkzeug, was wir am meisten benötigen einfach. So, was haben wir hier? Nochmal Pfingstrosenhonig. Weg damit. So, alles ist gegossen. Gehen wir zu den Hühnern rein. Sagen denen einmal kurz Hallo. Ach, guck mal, da haben wir schon das erste Ei, Leute. Schön. So, ihr könnt wieder rausgehen. Könnt ihr draußen essen. So, die Eier packen wir hier mal mit rein. Warten wir auch, bis wir 5 haben. Jetzt wieder so ein bisschen gucken. Okay, wir müssen das ein bisschen umtauschen. Vielleicht nehmen wir die eher mit. Unterschiedlichen Qualitäten. Und packen die hier rein. Aus. Dann kommt die hier mit rein.
Und davon haben wir dann erstmal genügend. So, Leute, was machen wir? Es ist Montag. Es ist Montag. Ich habe jetzt, glaube ich, zu viel reingelegt, ne? Die Peperoni wollen wir doch auch verkaufen. Moment mal. So. Und die normale, wie viele haben wir davon? Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ja, lassen wir drin. Gut, wir gehen runter an den Strand wieder. Wir gehen tauchen, Leute. Ich möchte mit dem silbernen Seetang vorankommen. Eine Schalotte. So ein bisschen Energie haben wir ja jetzt immer übrig. Ich glaube, das Geld einzusetzen bei Sam bringt jetzt noch nicht so viel. Wir haben einfach nicht so viel Geld. Mal sehen, wie das dann am nächsten Tag aussieht. Ja, irgendwie finden wir den hier nicht so. So viel Müll liegt jetzt hier nicht mehr. Da, endlich. Ja, mal gucken, wo er lang will. Die Muschel können wir noch mitnehmen. Eine flache Teichmuschel. Na, mal sehen, was er hier gleich sagt, wenn er befreit ist. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Aber wir nehmen das Geschenk mal an. Eine verzierte Truhe. Okay, sehr schön. Der wird aber auch auf der Karte nicht angezeigt. So, da wollen wir runter. Da haben wir nochmal bronzenen Seetang oben. Würde ich gerne mitnehmen. Ich würde sagen, die Qualle, die lassen wir mal in Ruhe. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, dann kommen wir hier weiter runter. Wieder den Weg so ein bisschen zurück. Im Early Access gab es noch keine Unterwasserkarte. Da mussten wir uns den Weg tatsächlich so irgendwie merken und suchen. Das ist schön, dass sie das jetzt hier eingebaut haben. Hier weiter. Ich
Den nehmen wir mit. Eine Pompom-Krabbe. Niedrige Ausdauer. Da ist er wieder. Ui. Oh, den Seetang nehme ich noch gerne mit hier. Ja, weiter kommen wir hier auch nicht. Na gut, Leute, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Ist auch erstmal reich mit dem Tauchen. Haben wir doch wieder einiges erreicht. Ist ein bisschen mühselig mit wenig Energie, aber ja, wir kriegen da schon alles hin. So, und dann geht unsere Runde wieder los. Vielleicht schaffen wir das da sogar mal zum Schmied zu kommen heute. Lohnt sich auf jeden Fall bei den ganzen verzierten Truhen, die wir hier haben. Wo ist der Mülleimer? Da. In der Strandhütte wurde in letzter Zeit viel Lachs geräuchert. Der Rauch bleibt oft den ganzen Tag im zweiten Stock hängen. Ganz egal, wie oft man sich umzieht, man riecht am Ende doch wie geräucherter Lachs. Das habe ich dem Duo auch schon gesagt, aber nein, sie bestehen immer noch darauf. Na gut, was soll ich sagen? Jim und Sunny sind für die Küche zuständig. Zu dieser Jahreszeit kann es am Strand sehr heiß werden. Selbst bei geöffneten Fenstern ist es manchmal noch heiß, auch nachts. Oh, würdest du dir das ansehen? Was für eine schöne Überraschung. Ich bin mir sicher, dass ich dafür eine gute Verwendung finden werde. Essen die Schalotte mal. Dann haben wir ein bisschen Energie und können vielleicht auch noch mal ein paar Sachen umgraben, wenn wir noch so weitere Dinger finden. Bitte pass auf, wo du hintrittst. Es wäre ein Jammer, wenn du auf diese Blumen trittst. Bist du unterwegs zum Strand? Hier eine weiße Hibiskusblüte für dich. Vielen Dank, mein Lieber, das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Ja, ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, Leute. Ich habe ja den direkten Vergleich zum Early Access und teilweise sind die Übersetzungen immer noch ja, nicht wirklich korrekt, also nicht wirklich ausgereift. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird noch geändert, natürlich. Bei ihr, ich glaube, sie mag keine Blumen. Ich schätze, es ist ein Anfang, bei der Bewertung von 6 auf 5 vorzurücken. Lass es mich anders formulieren, es ist ein guter Anfang. Ich habe diesen tragbaren Ventilator. Oh, der ist sowas von toll. Voll automatisiert, batteriebetrieben und so. Du kannst ihn mitnehmen. Er passt in die Tasche, das perfekte Ding für den Sommer. Zumindest hatte ich einen. Ich habe den Ventilator nämlich nicht mehr. Bin versehentlich draufgetreten und hier verkauft niemand solche Dinger. Na, puh, schwitzt du auch so viel wie ich? Diese Hitze ist wirklich drückend. Können wir ihr irgendwas schenken? Ne, ich glaube nicht wirklich. Aber den beiden da können wir Blumen schenken. Das machen wir auch gleich mal. Alle reden über die neue 5, mit der wir bewertet worden sind. Mir kommt nicht vor, dass das Anlass zum Feiern ist. Hast du Lust auf ein Volleyballspiel? Dieser Volleyballplatz war letztes Jahr nicht hier. Ich frage mich, ob Kugelfisch auch das veranlasst hat. Das ist fabelhaft, mein Schatz. Vielen Dank. Seit Beginn der Kampagne rufen viele Leute die Webseite auf. Ich musste zu einem neuen Hosting-Server wechseln, damit sie nicht abstürzt. Die Kosten übernimmt natürlich die Stadt. Verbringst du den heutigen Tag am Strand, Jürgen? Es ist das perfekte Wetter zum Tauchen, meinst du nicht auch? Ja, das haben wir schon hinter uns. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, über Blumen freuen sich die meisten noch immer. So, haben wir noch mehr Blumen. Da haben wir noch
den. Und dann war es das auch. Sommertage wie diese bringen die Kindheitserinnerungen zurück. Papa und ich haben auf prägnanten Meerjungfrau ganze Nächte damit verbracht, die Sterne anzuschauen. Einige meiner unvergesslichsten Sommer habe ich auf dem Meer verbracht, muss ich zugeben. Manchmal bin ich zu faul, um einzukaufen. Ich verdrücke einfach dann alles, was wir da haben. Oder ich esse in der Taverne und gebe die Reste in den Kühlschrank. So, auch den haben wir beschenkt. Ja, auch Alice können wir wieder beschenken. Es ist eine neue Woche, das heißt, wir können wieder zwei Geschenke abgeben. Nur warten wir damit mal. Also die beiden würde ich jetzt nicht unbedingt direkt verschenken. Da gucken wir erstmal, ob wir fünf zusammen haben. Hier den Rittersporn können wir nochmal verschenken. So, Nina hat mir gerade ein Geschenk gegeben. Vaku auch. Ihr auch. Ihr aber noch nicht. Ich würde sagen, die neue Stadtbewertung ist ein ermutigendes Anzeichen für Verbesserungen. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so involviert, aber der Effekt, den sie auf die Menschen hat, ist schon großartig. Vielleicht nehme ich nächste Woche am Schwimmwettbewerb teil, einfach nur zum Spaß, denn so toll kann ich nicht schwimmen, vor allem im Vergleich zu Sunny. Wenn er sich normal fortbewegt, ist er langsamer als im Wasser. Wenn ich Zeit habe, suche ich in den Wäldern nach frischen Sommergemüsen und Blumen. Besonders freue ich mich, wenn ich Jackfrüchte finde. Ein paar davon bekommt immer Bre, die Weindame. Sie liebt es, daraus wunderbare Mahlzeiten zuzubereiten. Ich danke dir vielmals. Ja, da kommt Oliver auch wieder an den Strand. Meine Charlotte. Schmuckkörbchen. Das ist auch eine andere Qualität wieder. Ja, gut, Leute, wir werden einmal kurz im Museum noch vorbeischauen, dann zum Hof zurück, weil unser Inventar einfach voll ist. Und dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht nochmal durch den Wald gehen oder so. Wenn die Zeit das zulässt, gucken wir dann. So, kommen wir auf 58, ist okay. Ach, guck mal hier. Entsperre die verschlossene Passage, spende die ungesehene Pracht. Achso, ich dachte, das wäre ein Schnellreisepunkt, damit wir schnell zum Hof wieder zurückkommen jetzt. Leider nicht. Dann müssen wir laufen. Okay. So, Muscheln. Und die Tierchen haben wir hier auch drin. So, die haben wir schon. Die haben wir. Die muss wieder woanders rein. Die Pilze haben wir auch schon 5 Mark. Können wir also verkaufen. Flache Teichmuschel gucken wir gleich auch nochmal nach. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So, 4. Okay. Meersalz. Da kommen wir auf 5. Ja, Rest können wir gleich verkaufen. So, wie sieht es denn hier aus? Das kann alles raus. Der bleibt hier. Der kommt da rein. So, die Charlotte können wir noch verkaufen. Ja, und wir haben es wieder nicht geschafft, zur Schmiede zu kommen. Das wir dann vielleicht mal am nächsten Tag machen. Aber Blumen können wir sammeln für unsere Dorfbewohner. Ja, ihr seht das schon, es geht eigentlich recht zügig, wenn wir alle mal so ein bisschen beschenken mit den Dingen, die wir einfach so finden. Es wird natürlich auch schneller gehen, dass wir Geld verdienen, wenn wir einfach alles verkaufen, klar. Aber wir versuchen ja, alles so ein bisschen zu machen. Und Geld kommt so oder so rein. Und ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie einen Wettlauf machen, wer am schnellsten wie viel Gold zusammen hat. Sondern wir wollen ja
ja, ein schönes Spielerlebnis haben und uns auch mit den Dorfbewohnern natürlich anfreunden. Deswegen machen wir das Ganze mit den Geschenken. Und ihr habt ja auch schon gesehen in den letzten Folgen, wir profitieren da insofern von, dass wir immer neue Rezepte bekommen, dass wir dann irgendwann kochen können, wenn wir unsere Hütte einmal oder unser Haus einmal aufwerten und ausbauen lassen. Oh, guck mal, da haben wir gleich zwei bekommen. Auch nett. Da oben war schon mal was, habe ich gerade gesehen. Jetzt habe ich hier auf den Gang gar nicht geachtet. Ah ja, Rittersporn. Dann gehen wir eh gleich noch mal hoch. Hoch. Voll gegen den Baum getreten hier. So, eine Schalotte. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch genügend Dorfbewohner treffen, um hier die Pflanzen loszuwerden. Weil Vaku haben wir schon am Strand beschenkt heute. Der möchte nichts mehr haben. Also es geht immer ein Geschenk pro Tag und zwei Geschenke pro Woche. Ja, und am Sonntag wird das Ganze dann zurückgesetzt. Deswegen, wir sind schon wieder ganz gut dabei eigentlich für einen Montag. Gehen wir erstmal hier unten lang. Ja, es wird auch schon wieder relativ spät, sehe ich gerade. Schon 21.40 Uhr. So, da hatten wir noch eine Pflanze. Ist ja hier noch jemand? Nö. Okay, ab nach Hause. Soll dann erstmal reichen hier für heute. Müll mitnehmen. Schade, dass wir nicht als Müllmann bezahlt werden, so oft wie wir die Mülleimer hier leeren. Eine Spitzschnecke. Jetzt geht's aber los. Ja, packen wir doch ruhig hier die Blume noch mal rein. Wir haben genug davon. Die Spitzschnecke müssten wir vielleicht noch mal sammeln. Denn hier aus? So, das ist eine Meereskreatur wahrscheinlich, ne? Dann haben wir sie bestimmt hier drin. Ach so, ne, hier haben wir die Insekten. Zwei haben wir jetzt erst. Zweiundfünfzig wilde Samen haben wir schon. Also die können wir, glaube ich, sogar im Winter anbauen. Dann hätten wir da zumindest was. Und ja, wir beenden den Tag, würde ich sagen. In unserer kleinen, bescheidenen Hütte. Guck mal, was wir erreicht haben heute. Beziehung zu Eva, Lilly und Nina steigert sich. Und wir haben ein bisschen Geld gemacht.
Der Honig hat hier wirklich einiges gebracht. Guck mal hier, die Peperoni bauen wir, glaube ich, nicht mehr an. Es lohnt sich nicht so wirklich. Obwohl, Peperoni können wir ja mehrmals ernten. Das ist halt die Frage, ja, wie oft wir da was rausbekommen jetzt. Weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf. Genau, das ist der Rest. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.